verbirgt sich eigentlich im Inneren des Brandenburger Tores? Was ist auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tegel los? Warum ist dieser runde Koloss ein ganz besonderer Bunker? Und wie kann man in der deutschen Hauptstadt mal eben Kurzurlaub in Thailand machen? Hier kommen vier geheimnisvolle Orte in Berlin, die sogar viele Einheimische nicht kennen. Unser Hidden Place Nummer 1 ist das Brandenburger Tor. Klingt komisch, weil es Deutschlands berühmtestes Denkmal ist, das wirklich jeder kennt. Zumindest von außen. Aber die wenigsten wissen, dass das Brandenburger Tor ein unsichtbares, faszinierendes Innenleben besitzt. Hier rechts im nördlichen Torhaus befindet sich der Eingang. Professor Frank Prietz betreut mit seinem Ingenieurbüro die Instandhaltung des Tores und ist daher einer der wenigen, die regelmäßig hinein dürfen. Der Gebäudemanager hier, der im ersten OG sitzt, der bewacht sozusagen den Zugang. Ach echt, es gibt einen Hausmeister fürs Brandenburger Tor? Ja, der Herr, der das hier macht, der kümmert sich um sehr viel mehr und koordiniert hier zum Beispiel auch die Restauratoren und viele Veranstaltungen, die hier laufen. Okay, aber was genau bewacht der Hausmeister hier? Das Brandenburger Tor besteht eben nicht nur aus massivem Sandstein, sondern enthält einen verborgenen Saal. Die sogenannte Soldatenkammer. Sie befindet sich in der Attika des Tores, also in seinem dachartigen Aufsatz. Etwa 60 Meter ist sie lang mit 5 Meter hohen Decken. Da die Soldatenkammer keine Fenster hat, ist sie von außen nicht zu erkennen. Also, wie kommt man da rein? Man geht ins erste OG. Dort befindet sich in einem Raum eine sehr schmale Wendeltreppe, die man nach oben geht. Sie führt in das unausgebaute Dachgeschoss des Torhauses. Man muss also tatsächlich im Entenwatschelgang so unter den Holzbalken durch, die so in 1,20 Meter Höhe sind. Das ist sehr mühsam. Dann kommt eine Dachluke. Die kann man von außen erahnen. Diese ist es. Von hier aus gelangt man auf das Dach des Seitenflügels und geht dann eine steile Steintreppe hoch. Und da befindet sich dann die Eingangstür in die Soldatenräume. Düstere Beleuchtung. Drei Kammern ohne Türen. Nur vereinzelte Steinreste von Sanierungsarbeiten. Ansonsten sind die Räume leer und damit genau das, was sie einst sein sollten. Ein bloßer Hohlraum. Mit Zugang zur Quadriga. Karl Gotthard Langhans, der Baumeister des Brandenburger Tores, hat diese Räume meines Erachtens nur geschaffen, um Gewicht zu sparen und auch letztlich Material zu sparen. Es war ja teuer, in diesem schönen Sandstein zu bauen. Erst später werden die Räume immer wieder genutzt. Und zwar von denen, die der Kammer ihren Namen geben. Von Soldaten. Zunächst 1919 die Revolutionäre des Spartakusaufstandes. Sie kämpfen nicht nur auf dem Dach, sondern auch in der Kammer. 1945 verschanzen sich hier die letzten Einheiten der Wehrmacht. Die DDR nutzt die Soldatenkammer später als Beobachtungsposten für die Grenzpolizei und installiert ab 1986 Überwachungstechnik, um von hier oben den Westen auszuspionieren. Heute ist der Zutritt zum Schutz des Denkmals verboten. Aber wenn man weiß, dass da oben die Soldatenkammer ist, sieht man das Brandenburger Tor noch mal mit anderen Augen. Hidden Place Nummer 2. Der runde Fichtebunker in Berlin-Kreuzberg. Berlin hat und hatte viele Bunker. Das ist ein ganz besonderer. Es ist eben nicht nur ein Bunker, sondern er hatte davor und danach eine wichtige Funktion für die Menschen hier. Aber warum und was genau ist hier passiert? Und was passiert hier heute und in Zukunft noch alles? Sascha Keil vom Verein der Berliner Unterwelten bietet Führungen durch den runden Koloss an. Seit 1883 steht er hier. Die auffällige Fassade gibt uns schon einen Hinweis, es war nicht immer ein Bunker, es war mal ein Gasspeicher für die ganze Wohnumgebung, für die Straßenlaternen hier. Die runde Form ist der Prototyp des Gasspeichers, wie er damals gebaut wurde.
Im Zweiten Weltkrieg baut die Stadt den Gasspeicher zu Berlins einzigem Mutter-Kind-Bunker um. Zutritt anfangs nur mit Berechtigungsschein. Auf 6 Etagen gibt es gut 600 Schlafkabinen. Rund 13 Quadratmeter klein. Die Mutter-Kind-Bunker sollten ja die Arbeitskraft und den Familienzusammenhalt und das ganze Funktionieren der Gesellschaft und der Wirtschaft sichern. Das war das große Ganze. Und das wollte man erreichen, indem hier die Mütter geschützt mit ihren Kindern in einer Kabine, im Optimum eben mit dem eigenen Schlüssel, regelmäßig hierher gehen. Das heißt, manche Mütter mit ihren Kindern sind hier buchstäblich hergezogen? Das heißt das, genau. Egal, ob Luftangriffe waren auf Berlin oder nicht. Die Regelmäßigkeit war das Entscheidende und die Ruhe. Und mit Verschärfung des Krieges, immer mehr wollten hier sicher schlafen und ihr Leben retten, wurden aus den 6.000 geplanten sogar über 30.000 Menschen. 30.000 Menschen, die sich in dieses Gebäude färchten. Jede Treppe, jeder Korridor, alles voll mit Menschen. Dabei ist die Ausstattung des Fichte-Bunkers ungewöhnlich luxuriös. Man konnte Rundfunk empfangen. Wir haben ein Telefon, was mit der Luftverteidigung Berlins verbunden war. Und hier saß immer ein Ansprechpartner. Wie eine Hotelrezeption, Fenster hoch, die waren Eingang. Die Menschen standen in der langen Schlange hier, haben ihren Schlüssel abgeholt, Fragen gehabt. Und über Lautsprecher draußen wurde sogar morgens der Weckruf und Informationen verteilt. Kein Standard. Auch die Lasten- und Personenaufzüge, die es im Fichte-Bunker gibt, sind purer Luxus. Man hat mit dieser Anlage Propaganda gemacht. Man hat hier Delegationen eingeladen, sie durchgeführt mit der Absicht, dass sie die Info im Kopf mitnehmen und in die Welt tragen. Das ist das Niveau, auf dem das Deutsche Reich mitten im Krieg noch Bunker bauen kann. Im Keller befindet sich eine weitere Besonderheit. Ein Gefängnis mit 7 Zellen. Hier bringt die Berliner Polizei in den Bombennächten Häftlinge unter. Die hat man also hier sicher zwischengelagert, nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern um sie an der Flucht zu hindern. Man wollte nicht, dass die durch einen Bombentreffer auf eine Gefängniswand oder so auf einmal flüchten und sich im Stadtwald verstecken. Auch nach dem Krieg nutzt die JVA Tegel diese Bunkerzellen weiterhin als Knast. War bis 1952 tatsächlich Jugendgefängnis und das sind Standards, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir haben nicht mal Tageslicht. Das heißt, die haben vollkommen die Orientierung verloren. Gleichzeitig leben nebenan Flüchtlinge und später Obdachlose bis Anfang der 60er Jahre. Danach ist mit menschlichen Bewohnern Schluss. Konservendosen ziehen ein und der Fichte-Bunker ist bis zum Mauerfall Standort der Berliner Lebensmittelreserve. Danach verfällt er. Bis er 2006 völlig neues Leben eingehaucht bekommt. Von Architekt Paul Ingenbleek. Es gab viele Ideen, hier Wohnungen oder ein Hotel reinzubauen. Und das ist daran gescheitert, dass die Abbruchkosten des massiven Betons so hoch gewesen wären. Und da kam ja die Idee, statt den Bunker auszuhöhlen, einfach obendrauf etwas zu setzen, um die Stabilität zu nutzen. 12 runde Reihenhäuser mit Gärten baut Ingenbleek oben auf das Bunkerdach. Überspannt von einem Stahlgerippe. Das ist die etwa 140 Jahre alte ehemalige Gasometerkuppel. Aktuell baut er auch das zweite Bunker-OG um. Hier will er ein Restaurant eröffnen und Proberäume für gut 100 Berliner Bands einrichten. Wer die letzten 30 Jahre in Berlin auch an Subkultur mitbekommen hat, der trauert heute ein bisschen, dass das an jeder Ecke verschwindet. Ja? Und hier ist ein Raum da, der nicht genutzt wird. Man verdrängt hier niemanden und hat die Geschichte noch gratis dazu. Und das ist einfach Kultur. Unser dritter Hidden Place ist der Thai Park. Nein, wir sind nicht in Bangkok, sondern diese Garküchen befinden sich mitten in Berlin-Wilmersdorf. Was ist das? Hähnchenfuße. Am Wochenende, allerdings nur bei trockenem Wetter, verwandelt sich der sonst ganz normale Preußenpark in Deutschlands größten Thai-Food-Markt. Es ist für mich wie ein kleiner Urlaub. Es ist sehr, sehr exotisch. Ich liebe hier zu kochen. Ich liebe das. Ja, also ist hier wie ein Stückchen Heimat für mich. Bis zu 60 Stände gibt es hier samstags und sonntags. Heuschrecken entdecken wir, kunterbunte asiatische Desserts und solche Bambusstäbe, gefüllt mit klebrig süßem Reis. Die meisten kommen allerdings für die traditionellen thailändischen Nudelgerichte, die hier nur zwischen 5 und 10 Euro kosten. Also der Berlin-Tipp für alle, die knapp bei Kasse sind.
Schmeckt 1A. Mitte der 90er Jahre entwickelt sich der Thai-Park. Damals trifft sich die asiatische Community hier regelmäßig auf der Liegewiese zum Picknick. Köchin Pim ist damals auch schon mit dabei. Man hat sich gefreut, dann haben sie sich getroffen, um Erfahrungen auszutauschen. Und jeder hat immer etwas zum Essen mitgebracht. Und dann haben auch die Europäer gefragt, möchte auch mitessen. Und langsam wird dann ein Geschäft. Inzwischen ist der Thai-Park Treffpunkt für alle Fans der asiatischen Kultur. Mit bis zu 2000 Besuchern am Wochenende. Unser letzter Hidden Place ist gigantisch. Das zweite Leben des stillgelegten Berliner Flughafens Tegel. Seit fast 2 Jahren gibt es auf dem etwa 500 Hektar riesigen Gelände keinen Flugverkehr mehr. Also was passiert hier? Wir haben hier wirklich einen Platz, der runtergerockt wirkt, aber hier entsteht ein komplett neuer Stadtteil. Eine Zukunftsstadt plant der Berliner Senat hier mit Forschungsstätten und Gewerbepark. Und neue klimafreundliche Sozialwohnungen für etwa 10.000 Menschen, die Berlin dringend braucht. Die sogenannte Urban Tech Republic. Aber was bedeutet das? Und wie weit ist das Ganze? Konstanze Döll gehört zum Tegel-Projektteam und zeigt uns zunächst den ehemaligen Tower. Fast 50 Meter hoch soll er das Herzstück der Zukunftsstadt werden. Hier saßen früher die Fluglotsen und haben den besten Blick auf die Start- und Landebahn gehabt. Seit etwas über einem Jahr ist hier alles leergeräumt. Ja, man sieht hier tatsächlich die ganze Stadt. Man hat hier einen 360-Grad-Blick. Die Ideen gehen natürlich in die Richtung, vielleicht eine tolle Skybar hier zu errichten, vielleicht eine Event-Location, ein Ort für alle. Alle Flughafengebäude stehen unter Denkmalschutz. In dieses sechseckige Terminal soll in etwa 5 Jahren die Berliner Hochschule für Technik einziehen. Das heißt, die ehemaligen Check-ins und Wartebereiche werden zu einem Campus für Studierende umgebaut. Die Idee, Wissenschaft und Forschung mit Technologieproduzenten zusammenbringen. Daher sollen bis zu 1000 Unternehmen in die alten Flugzeugwerkstätten und Nebengebäude einziehen. Das Start-up Way ist einer der ersten Mieter und experimentiert mit Autos. Wie viele hat sie die einzigartige Location hergelockt? Was wir hier haben, ist ein perfektes Setup, weil die Fahrzeuge eben hier reinfahren können, was natürlich genial ist. Unsere Ingenieure können an den Fahrzeugen direkt arbeiten, können was umändern und können einfach direkt wieder rausfahren. Das Start-up forscht daran, wie Autos von einem Fahrer aus der Ferne sicher gesteuert werden können. Daher nutzen sie die Start- und Landebahnen des ehemaligen Flughafens als Teststrecke. Das ist schon wirklich einmalig hier, so viel Freiraum zu haben und so viel Platz zu haben. Ein perfekter Ort, um unsere ganzen Funktionen zu testen. Auch der ehemalige Hangar ist schon an jemanden mit Platzbedarf vermietet. 30 Meter hoch und über 100 Meter breit ist er. Hier will die Berliner Feuerwehrschule einziehen. Bislang muss sie im Freien üben. Wir sind in dem Traum eines jeden Berliner Feuerwehrangehörigen. Hier sind wir im Winter trocken und warm. Die Halle ist einfach der Hammer für unsere Drehleiter. Wir können hier 30 Meter ausfahren und üben. Wir können hier zum Beispiel dann auch später hoffentlich Abseilübungen durchführen. Wir können Brände simulieren. Und das alles mit einem Dach über den Kopf, das gibt's nur hier. Nur von den hier im nördlichen Zipfel versprochenen Neubauwohnungen ist noch nichts in Sicht. Denn es gibt hochexplosive Probleme. 20 Kampfmittelräumer durchforsten seit 1,5 Jahren den Boden nach alter Kriegsmunition und machen Sensationsfunde. Hier haben wir Granaten gefunden mit Bleimantel, die sogenannten Bleimantelgeschosse. Da handelte es sich um Granaten von 1875 bis 1886. Das ist Kaiserszeit gewesen. Da wiegt eine Granate alleine schon 230 Kilogramm. 30, locker 140 Jahre alte Granaten buddeln sie aus. So viele hat man in Deutschland noch nie auf einem Fleck gefunden. Dieses ist daher, dass hier früher mal ein Exerzier- und Artillerie-Schießplatz war, um die Durchschlagskraft dieser Granaten zu probieren. Hinzu kommt Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Einst für den Flughafen egal, weil hier nur Anflugzone war. Aber für den Wohnungsbau muss auf 46 Hektar Fläche alles raus aus dem Boden.
Daher wird es noch locker ein Jahr dauern, bis auf dem alten Flughafengelände neu gebaut werden kann.